Liebe Wohnmöglich-Freunde, ich bin jetzt in Halle 16 bei Karthago und habe neben mir den Herr Wuschak. Grüß Gott wohl. Hallo miteinander, herzlich willkommen. Ich möchte mal jetzt schon, wir haben jetzt Dienstag, Messeverlauf. Kommen die Gäste? Herr Löhrer, Sie haben es ja jetzt wirklich einige Male versucht, hier auf den Stand zu kommen und dass wir uns begegnen. Es war nicht möglich, weil tatsächlich so viele Besucher am ersten Wochenende auf den Karawansalon kamen. Jetzt stehen wir hier auf einem Podest. Wir drehen uns im Kreise. Man sieht da viele Gäste hier in der Lounge. Man sieht alle neuen Fahrzeuge. Was ist neu dieses Jahr? Es gibt wie immer viele Neuigkeiten. Natürlich lebt die Messe immer von den Superlativen, so auch dieses Jahr. Zum einen sind wir so groß präsentiert wie noch nie. Wir haben fast 75 Reisemobile hier in Düsseldorf und das auf einer Fläche von 5200 Quadratmetern. Das heißt, das größte Karthago- und Malibu-Angebot seit Bestehen. Momentan befinden wir uns jetzt bei Karthago. Malibu ist gegenüber mit einem integrierten und in einer anderen Halle. Welche Halle ist das, wo Malibu sonst noch ist? In der Halle 15. Gleich im Anschluss stehen unsere wunderschönen Malibu-Vans, die wir gleich nahe noch anschauen. Hier sind wir eben auf diesem, wie sagt man dem, Drehpavillon. Was wird hier gezeigt, jetzt nur als Beispiel? Wir haben hier einen schick C-Line. Das ist, glaube ich, euer Erfolgsmodell, so wie ich informiert bin. Jawohl, unser Schick C-Line ist nach wie vor der Topseller in unserer Premium-Klasse. Und hier auf dieser Drehscheibe wird stündlich moderiert. Und zwar unsere Karthago-DNA, die letztendlich zu diesem Erfolg in der Premium-Klasse geführt hat, die wird hier erlebbar gemacht durch Zeigen, durch Vorführen, durch Erklären. Und wir werden es nachher sehen, in der nächsten Vorstellung sitzen hier die ganzen Zuschauerstühle wieder voll besetzt. Und das ist der Beweis dafür letztendlich, dass die Kunden hierfür ganz hohes Interesse haben und auch den entscheidenden Unterschied in den Fahrzeugen entdecken und auch schätzen. Ihr habt es gesehen im Hintergrund, viele Gäste sind hier. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob bei Malibu auch so viele Leute sind. Jawohl, bevor uns hier die Fliehkraft dieser Drehscheibe dort rüber schleudert, gehen wir jetzt direkt auf den Malibu-Stand. Auch hier dreht sich was, und zwar wieder ein Podest, diesmal mit einem Malibu. Gibt es zu dem Fahrzeug etwas Spezielles zu sagen? Ja, natürlich. Wir sind natürlich ganz stolz darauf, dass wir hier in Düsseldorf unseren Malibu in einem neuen Facelift und in einer neuen, noch hochwertigeren Ausstattung präsentieren können. Drum hat auch dieses Fahrzeug eine Drehscheibe verdient, sodass die Neuheiten von allen Seiten aus entdeckt werden können. Man sieht hier gerade sehr schön dieses neue Stauraumsystem. Einige kennen schon von den Karthago-Reisemobilen. Das wird nun auch im Malibu-Reisemobil zum Einsatz kommen und bietet damit wieder einen ganz wichtigen Nutzen in der tagtäglichen Praxis unserer Kunden. Gut, das wäre jetzt ein integrierter. Irgendwo da in der Ecke hinten steht noch ein Teilintegrierter, da seid ihr auch vertreten. Was ist bei dem zum Beispiel neu? Wir haben beim Malibu Reisemobil zur Saison 2018 das komplette Außendesign geändert. Das Farbkonzept in ganz weiß, das neue Außendekor, aber auch die gerundete Heckpartie, sodass das ganze Fahrzeug weniger kantig wirkt, deutlich eleganter wirkt und in der Gesamterscheinung eine tolle Wertigkeit erhält. Und der Malibu bietet nun über insgesamt 5 Grundrisskonzeptionen sowohl integrierte als auch teilintegrierte Reisemobile, die einen neuen Weg in der reisemobilen Mittelklasse gehen werden. Und jetzt kommt noch das dritte Thema, Kastenwagen, immer ein großes Thema. Prozentual, weiß man da Zahlen, wie sind die überhaupt vertreten? Ja, wohl nicht zu unterschätzen. Wir wissen mittlerweile, dass wir in Deutschland 38% der Zulassungen im Kastenwagenbereich haben und daran profitieren wir mit Malibu Van sehr stark. Wir nehmen in diesem Bereich immer mehr Fahrt auf und lassen Sie sich überraschen an der Präsentation, die wir dieses Jahr in Düsseldorf haben. So, die Standbesucher können hier
beim Wettbewerb mitmachen und allenfalls dieses Wohnmobil gewinnen hier. Aber der ist ja gar nicht fertig. Ja, so mag es auf den ersten Blick aussehen, dass wir nicht fertig geworden sind. Nein, das war nicht das Ziel. Wir haben hier erstmalig einen Malibu Van in einer sicherlich nicht gewöhnlichen Form, denn wir haben eine Rohkarosse verwendet, die bestimmte Ausschnitte hat, wo wir sämtliche Stärken und Qualitätspunkte unserer Malibu Vans zur Schau stellen. Hier entdeckt der Kunde die Dinge, die er normal nicht sieht, die normal unter dem Blechkleid stecken eines Fiat Ducatos, also überall gleich aussehen. Und hier haben wir erstmals die Möglichkeit, auch mal hinter die Kulissen blicken zu lassen. Was jetzt bei dem speziell ist, hier sehen wir einen Kleiderschrank. Kleiderschrank ja, ist immer ein Thema. Genau, und Kleiderschrank ist eben nicht gleich Kleiderschrank, denn das ist zum Beispiel ein Merkmal, wo wir von Anfang an großen Wert drauf gelegt haben, auf entsprechende Stautiefe, aber auch Höhe, und das suggeriert dieses Modell. Wir haben hier volle Hängehöhe bis in den Boden herunter und vor allem auch Kleiderbügeltiefe. Jeder sagt, das ist doch selbstverständlich. Nein, ist es aber nicht, weil in der Regel in einem Van eben wenig Platz für solche Features bleibt. Und dennoch ist es unser Ziel, hier einen möglichst hohen Komfortstandard abzudecken. Dann sehen wir hier aufklappbare Längsbetten. Jawohl, das ist der flexible Heckstauraum. Einmal im Schlafzustand eben als Bett nutzbar. Man sieht es sehr schön, komplett durchgehender Lattenrost, somit auch einen hohen Liegekomfort. Aber im Falle eines Transports oder wenn jemand Fahrräder mitnehmen möchte oder auch andere Dinge, kann er die Betthälften ganz einfach nach oben klappen und enthält im Heckbereich einen riesigen Stauraum, den wir gleich sehen. Also hier sieht man sehr schön, welcher Laderaum sich hier ergeben kann mit Zurösen an den Boden, sodass man die Fahrräder oder auch den Motorroller hier sicher transportieren kann, auch während der Fahrt. Wenn man jetzt nochmals auf die Messe zu sprechen kommt, die Leute sind wirklich da. Man sieht es da hinten bei Malibu. Viele Gäste sind hier, interessierte Leute. Wir stehen jetzt in diesem Malibu. Wird der noch fertig? Ich glaube, der wird nicht mehr fertig. Ich glaube, den werden wir so lassen, denn nur so können wir noch mehr begeisterte Kunden für die Zukunft überzeugen und eben auch die Qualitätsmerkmale aufzeigen, die uns wichtig sind und die in unseren Malibu-Vans stecken. Jetzt, wenn jemand Interesse hätte, kann man hier auch Testfahrten machen? Selbstverständlich, wie in jedem Jahr. Mit der Marke Carthago praktizieren wir das ja schon lange, aber jetzt auch neu mit dem Malibu Van und mit dem Malibu Reisemobilen. Wir bieten Testfahrten an, die gesamte Messe über. Jeder kann sich davon überzeugen, dass das, was hier versprochen wird, in der Praxis auch tatsächlich hält. Und herzliche Einladung ist hiermit ausgesprochen, in unsere Testfahrflotte einzusteigen, direkt hinter der Halle 5. Gut, ich bedanke mich für dieses Gespräch. Herr Wuschak geht zum nächsten Termin und ihr, liebe Wohnmobilfreunde, wenn ihr wirklich Zeit habt, kommt doch nach Düsseldorf zu Carthago und Malibu. Jawohl, herzlich willkommen und bis bald. Danke.